Nee, das ist Kinnwasser. Bitte beim Verlassen des Schwitzraumes Handtücher mitnehmen. Hier oben in den Schwitzraum. In den Schwitzraum. Was ist denn Schwitzraum? Ach, hier. Der Ofen ist sogar noch drin. Geil, der Ofen ist sogar noch drin. Paneele sind leider schon weg, aber der Ofen ist noch da. Spinnen. Und da hinten sind Spinnen. Guck mal, die hat so eine Nachbarin. Ich gehöre da. Nein. So, da oben ist eine und da unten ist eine. Ich meinte jetzt hier die Fliege hier und ich. Siehst du nicht, musst du mal Fieber filmen? Da guck mal, jetzt kommt sie. Na, sie traut sich nicht. Sie hat ein bisschen Lampenfieber. Nee, du musst mal hier so ein bisschen dran wackeln, warte. Mach das mal. Zeig dir das mal. Da ist er. Boah, ist das ekelhaft. Schön, warte. Alte, knarrtschende Türen. Nichts drin? Nochmal so ein trostloses Zimmer, aber noch mit schönen Gardinchen und so weiter. Das ist ein Einbettzimmer, das andere war ein Zweibettzimmer. Das ist kleiner. Es sind immer diese Einbett- und Zweibettzimmer überall, links und rechts. Und hier haben wir einen Korridor mit einer geilen Treppe. Das war scheinbar der Eingang. Stimmt, hier war die andere. Guten Tag. Schönes, schönes Foyer. Moni und Kuni sind auch dabei. Kuni hat ein bisschen Angst. Braucht er gar nicht. Marcel macht schon wieder geile Fotos. Was noch ein Treppenhaus? Das ist cool. Oh, da unten sind so kleine Bilder von Kindern. Oh ja, Kinderbilder, geil. Was denn? Das sind Haare, das oh Gott, gelassen. Was ist das denn? Horrorhaare. Das ist so creepy, ja. Ja, creepy ist
der Stuhl und creepy ist. Ein offenes Fenster. Na, hier wurde jemand gefoltert, definitiv. Gut, dann weißt du aber auch, warum das unten alles noch relativ unberührt ist, also nicht so verwittert. Das ist ja tippitoppi, das Ding, ja. Hey, guck das jetzt mal an. Eine alte Kegelbahn hier oben auf dem Dachboden, ey. Das ist ja geil. Voll die Pampa hier. Weit und breit nichts hier draußen, absolut nichts. Finde ich ja persönlich richtig cool. Das ist runde Treppenhaus so. Die eine Scheibe ist kaputt. Guckt euch nochmal an. Das ist eine geile Bauart. Das war der Haupteingang. Yeah. Hier war doch bestimmt die Rezeption. Nein. Schade, die ist natürlich schon wieder zerlettert. Ja. Oh, wie geil ist denn das, ey? Oh, hier, guck dir das an. Oh, fett. Alter, wie geil ist denn das? Scheiben alle drin. Ey, geile Scheiße. Ist das bestätigt, was ich da oben gerade sehe? Und da oben stehen Beamer drin. Meinst du, da sind Projektoren drin? Ein drittes Ei. Meinst du? Das sieht doch so könnte aus. Sein, oder? Dass die Projektoren noch drin stehen, ja. Ich glaube auch, ja. Wir sind auf dem Weg in den Projektorraum, in den Erwartungsflur hoffen, dass die vielleicht noch erhalten sind. Ich habe aber jemanden geschubst. Entweder ist es ein Dia-Projektor oder ist es eine Art Verfolger, aber für einen Verfolger? Nee, das ist Quatsch. Du kannst hier vorne, glaube ich, auch irgendwie vielleicht wie ein Farbfilter oder irgendwas. Hier kannst du es dicht machen. Ja, du könntest wahrscheinlich wirklich so eine Art Grubo irgendwo hin projizieren. Ja, du kannst hier auch, hier sind zwei Öffnungen vorne, du kannst hier auch irgendwas. Da haben sie einfach nur die Werbung reingespielt. Ich glaube auch, irgendein Logo von einem. Naja, irgendein Logo, so eine Art Dia. Von irgendeiner Biermarke, Diamantpilsener, wurde hier unten angestrahlt. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist nicht gerade sehr vertrauenserweckend hier. Ein Ouija-Brett, auch wenn es billig aussieht. Naja, was haben hier für Leute rumgehangen, ja? Scheiße, ein Ouija-Brett. Weißt du, was hier für Leute rumrennen? Nee. Also dann rennt aber hier vielleicht auch kein Mensch rum, ne? Das ist echt klar. Dann haben wir noch die Küche. Und hier knallt es andauernd. Wir wissen nicht, ob es in den oberen Etagen der Wind ist oder ob jetzt hier irgendjemand einen schlechten Streich spielt. Was ist denn? Ey, pst. Nee, das ist kein Wasser. Kein Wind, auch kein Wind. Raus, raus.